So, liebe Leute, willkommen zurück zu Deponia. Und beim letzten Mal haben wir uns die Chilischote geholt, soweit waren wir. Aber ich war noch nicht ganz durch und wir wissen jetzt auch, wie das Rezept und alles drum und dran, das haben wir uns angeschaut. Wir wissen aber aktuell noch nicht, was es mit diesem Alarm auf sich hat. Oder das habe ich jetzt nicht gerafft. Ich kann den Alarm zwar auslösen und alle sind dann hier richtig steil, aber noch nicht so richtig effektiv, würde ich sagen. Ich gehe nochmal zurück und frag mal Hanek. Das wollte ich beim letzten Mal schon machen, als wir dann die Espresso-Maschine gefunden haben. Also. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Da. Wie genau funktioniert der Sprengplan noch gleich? Oh, ganz einfach. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Richtig, danke. Er gibt die nächsten drei Sprengsätze im Quadranten an. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst nein. Du ja, sowas ist nicht schlecht. Bis bald. Tschö. Batterie. Rufus. Genau. Eine Batterie. Im Quadranten. Die nächsten drei Sprengungen im Quadranten. Ich kann ja nur in einem Quadranten hier bloß eine Sprengung angeben. Ich bin hinter das Rätsel noch nicht gestiegen. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Sieht gar nichts. Die nächsten drei Sprengungen im Quadranten. Das finde ich ja blöd. Weil ich jetzt nicht. Ich verstehe das System noch nicht, also. Ja, zu blöde. Oha! Das Sprengsignal! Achtung! Sprengung! Ja, wenn es da oben läutet, bringt es ja gar nichts. Wenn die. Es läutet ja zumindest. Also man hat ja. Man sieht ja nach der Sprengung einen Effekt, dass es läutet. Aber es scheint so, ich dachte, wenn es läutet, können wir vielleicht Wenzel rausschicken. Und dann bei ihm reingehen, uns die Wünschelrute suchen und dann das Wasser suchen. So habe ich jetzt überlegt. Aber. Da diese Sprengung ja keinen Effekt hat. Schwierig, kann man hier bei Toni alles reinpacken. Mal gucken. Oha! Das. Na? Achtung! Sprengung! Wenn ich rausgehe. Gehst du rein und dann ist es vorbei. Das ist ja gemein. Wir gucken mal, wir fragen mal Wenzel. Da wissen wir ja, dass wir Wasser. Ach so, stimmt ja, Wassertank. Das wäre auch mal Wasser was zu tun, ne? Wir fragen ihn mal. Mal gucken, was er sagt. Hey Wenzel, was gibt es? Du. Ja. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Oh ja.
Worum geht es denn diesmal? Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarzpulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deiner Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Ich hab schon eine Idee. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Ja. Träum weiter. Ja, im Rathaus, aber ich krieg sie ja nicht von ihm. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Okay. Ich glaube, ich mach das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Ist ja ein Arsch. Bis später. Also ein paar Ideen habe ich. Das ist hier die Dusche, glaube ich, ne? Von ihm. Kann das sein, dass das hier die Dusche ist? Und dass hier das Rohr ist oder das Ofenrohr, wo ich das reinkippen kann? Also, Nummer 1. Ich glaube, Schwarzpulver könnte ich doch im Blindgänger finden. Und mit dem Seziermesser, oder? Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. Na, perfekt. Das dachte ich mir schon. Also, das ist schon mal sinnvoll. Kann ich das nicht hier hinlegen? Nee. Ein bisschen aufräumen. Also wir haben die Chilischote und das Schwarzpulver. Das kann man jetzt, das kann man jetzt eben mit dem Sprengung, was er erzählt hat. So, den Trichter. Dann wahrscheinlich immer mit Wasser irgendwo reinfüllen. Zahnbohrer. Dartpfeil, Wartenummer, Luftballons, Rezept. Handschweißgerät, Trichter, Schwamm. Schwamm drüber. Hä? Was macht er denn? Also Wasser können wir auch aus dem Wasser. Aber Moment, wir gucken mal bei dem Stier, der eine Batterie hat. Er hat was irgendwas von Stierblut erzählt. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das mal noch mehr gelangweilt. Ah, Autobatterie. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Windschutzscheibe? Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Kann man das nicht aufwischen? Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier. Lust und Seife. Lust und Seife. Das finde ich gut. Lust und Seife. Schild. Dartpfeil. Okay. Ist ja alles zugeschlossen sonst, ne? Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Ja. Aber wem gehört das? Das heißt, zum Aufwischen brauche ich was. Aufgepasst, ich habe eine Idee. Wir haben doch noch unser schönes unseren Topf mit Seife hier. Was ist denn, wenn ich den Schwamm in den Topf tue? Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Das ist ja heiß. Ah. Haha. Nasser Schwamm. So, und
Bin zwar immer noch nicht hinter den Plan gekommen mit dem blöden Signal, aber ne, als noch mal anders, was man halt eben so findet, ne? Muss das wirklich sein? Yep. So, jetzt gucken wir rein. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipuh. Dämlicher Name. Wer ist denn Schnutzipuh? Schnutzipuh. Kann ich mir höchstens vorstellen, dass es die Frau ist von Hanek hier, ne? Kann das sein, dass es seine Frau ist? Wer ist er denn? Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Nee. Bis bald. Tschö. Wer ist denn Schnutzipuh? Rufus. Genau. Ich habe Hunger, Frau. Ich habe Hunger, Frau. Netter Papagei. Ja. Wir benutzen ihn, um Und was macht ihr, wenn das einen neuen Papageien besorgt? Kennen wir. Verstehe. Kennen wir schon. Schnutzipuh. Oh, einer ist weg. Wie ich sehe, geht es voran. Ja, Lobo musste nach seinem Haus gucken. Scheinbar haben die Müllsucher wieder eine Sprengung vermasselt. Was für Idioten. Aber die Upside ist doch, dass ein Platz in der Schlange frei geworden ist. Dann könnte ich doch... Vergiss es. Ach so. Ist die Schnutzipuh? Lotti? Hallo, Lotti. Du schon wieder? Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Okay. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Ich verstehe. Alles klar. Jetzt weiß ich auch, wie das funktioniert. Also... er musste jetzt weg. Bestimmt, weil wir das Haus hier alarmiert haben, oder? Hier oben. Dann alarmieren wir noch das Haus vielleicht. Ich weiß ja nicht, wo die wohnen, aber... Das da, klar, die Hüte sehen wir doch. Man erkennt doch die Hüte. Das ist der Propellerhut da oben. Und das da ist der andere Hut. Die Häuser haben so... Die Dächer sehen aus wie die Hüte. Perfekt. Haben die das nicht auch sogar gesagt, der Dachmacher oder sowas? Der Dachkonstrukteur? Ah ne, ich muss ja wieder rein. Ups. So. Oha. Sprengung. Achtung. So. Ah ne, guck mal, hier unten ist auch ein Haus, oder was? Wir checken das mal kurz aus. Ja, jetzt ist er wieder da. Okay, ich weiß. Alles klar. Gut. Also der da oben stimmt, der stimmt, nur der da hinten stimmt nicht, sondern der hier unten muss es sein. Hahaha. Ja, ist doch logisch. Tja. Und dann... Oha. Sprengung. Okay. Jetzt gucken wir mal. Jupp. Jetzt wäre ich theoretisch dran. Warte, Nummer 63, guck mal. Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. Gut. Was gibt's denn hier noch so zu interagieren? Ich hasse Schlangen. Ich habe lange genug gewartet. Jetzt heißt es Nägel mit Köpfen machen. Wofür ich alle Zeit der Welt habe. Wie kriege ich jetzt bloß den Wenzel da raus, ne? Das haben wir jetzt hingekriegt für mich. Just for fun. Jetzt gar nicht. Jetzt habe ich mit der Sprengung das auch verstanden, für was die ist. Okay. Vorher hat die gar keinen Sinn ergeben. Hallo, so. Lotti. Du schon. Bin Na? Ich jetzt endlich dran? Nein. Die Wenzel. Okay. Wenzel, ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Zur Post komme ich nicht, zum Büro. Ich könnte nochmal zum Sitzungssaal gehen.
und kicken, ob ich was vergessen habe. Mit Gizko interagieren. Türknopf, das haben wir. Okay. Wie kriegen wir jetzt den Wenzel da raus? Vielleicht ein bisschen über das Rohr hier. Das müsste da reinlaufen, in den Schornstein. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Schutzklappe. Wegwerfen, die Schutzklappe? Wenzel hat eine Schutzklappe auf... Wenzel, du Alter. Schild. Lörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Wenzel hat eine Schutzklappe... Ach so, ich könnte mir vorstellen, das ist ja der Schornstein, dass der aufgeht, wenn wir innen drin Druck ausüben, auf den Schornstein könnte der ja aufgehen, ne? Aber was, kriegen wir irgendwas hier rein, die Luftballons? Das erinnert mich an letztes Silvester. Der Plan mit den Ballons war gut. Es war nur der falsche Tag. Okay. Gucken wir mal. Das bringt ja nichts hier, ne? Jetzt läuft's da rein. Ja, super. Zimmer, hier ist der Ofen. Das sitzt auch so schon fest genug. Handschweißgerät. Gute Idee, wenn die Ballons nur nicht so schlapp rumhängen würden, wie Wenzel immer. Ja, die machen schon Sinn, bloß wie kann ich die aufblasen? Ein Zahnbohrer. Au! Jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt. Blödes Teil. Nee. Gibt ja auch keinen Sinn. Moment. Wie kann man... Er selber will ja nicht aufblasen, oder? Gibt's irgendwo Luft? Umsonst? Ey, Wenzel, was gibt es? Du blockierst die Warteschlange. Ja und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Können wir dich die alarmieren? Bis später. Genau. Also aktivieren die Wünschelroute? Das ist die Wünschelroute von meinem Dad. Nee. So wird das nix. So wird das hier nichts. Was haben wir denn hier? Das Rohr. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Was ist, wenn ich denn da ein Loch reinbohre? Ja, aber warum? Um da die Luftballons reinzumachen? Müsste ich direkt unter der Dusche sein. Was ist, wenn ich... Das Wasser vielleicht von oben, wenn das jetzt da unten reinläuft in den Keller, dass das dann anspringt? Was meint ihr? Meint er? Das Duschwasser? Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen. Genau. Oder mit flüssigem Stickstoff. Je nach Fluchtplan. Ist jetzt da reingelaufen bei ihm? Nee.
Wie können wir das hier reinlaufen lassen? Durch die Dusche. Aber wo ist denn eine Dusche? Ist das da hinten oder was? Das hier. Anschweißen. Das sitzt auch so schon fest genug. Luftballons. Nein, dies ist ein trauriger Tag für Kuvak. Der Tag meiner Abreise. Moment mal. Steht da etwa auf Nimmerwiedersehen Rufus auf den Ballons? Oh. Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Ja, dann... Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen oder mit flüssigem Stickstoff, je nach Fluchtplan. Und wenn ich es trete... Dann passiert nichts, dann dreht es einmal. Ich müsste es halt eben auf- oder aufhalten, oder... Ja, es ist halt nicht so... Es ist halt nicht so kurz. Das ist doof. Kriegen wir irgendwo noch was geklaut? Und wer war die Tussi? Meditieren. Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Okay. Was ist das? Kram. Stange. Haken. Gewichte. Anker. Mit was man halt so braucht. Kann ich jetzt? Ah, autsch! Ey! Ach, jetzt kann ich sowas nehmen. Aua! Guck mal! So eine kleine Wunde und noch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte! Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Ah, das war jetzt natürlich glücklich, ne? Dass ich das jetzt so rausgefunden habe, also... Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Das ist jetzt gar nicht für ernst genommen, dass sie mir der den Schlüssel geben würde. Moment, ich frage sie aber trotzdem mal, ob... Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Das haben wir schon gesehen, dass die möglich ist, okay? Ich habe ganz schön was durchgemacht. Ja. Wenn du dich nicht ständig verletzen würdest, hätte ich überhaupt keine Freude mehr im Leben. Für den Fall, dass es wieder passiert, weißt du ja, wo unsere Hausapotheke ist. Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Und? Nein, du bekommst sie nicht geschenkt. Tolle Geschenkgutscheine. Okay. Und sie ist auch nicht Schnutziputzi, wie das hieß. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du... Also, jetzt haben wir zumindest mal... Das sollte uns noch ein bisschen vorwärts bringen. Moment. Mal was Neues. Öfter mal was Neues. Den Apothekenkasten können wir aufmachen. Und einen Haken haben wir auch. Beruhigungsmittel. Ist auch nicht so viel gewesen, ne? Wen sollen wir denn beruhigen?
Obwohl, wem können wir Beruhigungsmittel? Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Narkotikum. Eieieiei. Probieren wir mal. Ah! Okay, wir bräuchten irgendwas für den Haken. Mit dem Haken können wir... Oder da ist doch was dran, ja. Versuchen wir mal, den Ding rauszuholen, den Dietrich. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ah, schade. Na? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Schmeiß es doch auf. Shit. Haken an. Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch einen. Shit. Wen will ich denn narkotisieren? Seit das Altersheim abgesackt ist, lassen Sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrottminen. Vielleicht funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Feuerlöscher. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Hm. Mal aufblasen können, vielleicht damit. Wie komme ich an den Dietrich ran? Versuchen wir mal die anderen Sachen nochmal durchzugucken, ob da was ist. Haben wir. Das ist. Arztschrank ist zu, aber. Mit dem Haken vielleicht öffnen? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Handschellen in einer Waagschale. Die sind bestimmt ein Symbol für überladene Metaphern. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Mit dem Baum weiß ich auch nichts anzufangen aktuell. Nee, ich wollte nach unten. Und nochmal. Ah. Die können wir doch benutzen. Mal gucken, was das ist. Wo wir da ankommen, ne? Ach. Oh. Langweilig. Wer ist Schnutzi-Putzi? Mit dem Dietrich kann ich bestimmt den Schock aufmachen. Und mir die Batterie da rausholen. Da sieht man sogar die Batterie, ne? Den Stecker. Jetzt bin ich ein bisschen überlegen. Gleich mehrere Baustellen, die ich jetzt habe. Was mache ich mit dem blöden Haken? Also ich habe so ein paar Lösungsansätze. Was ist denn, wenn ich ihm schon mal die Sachen gebe, die ich habe? Ich könnte auch Hank das Narkotikum da reintun. Ach, witzig. Ich habe genau so ein Ding vorhin im Schrott gefunden. Haha, witzig, genau. Es ist ja nicht so, als hätte ich Ewigkeiten danach gesucht oder so. Das wäre ja auch schön dämlich. Die Teile findet man doch überall. Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Oh, roter Vorhang. Ah, den kann ich mitnehmen. Ich wollte früher immer Matador werden. Ein lässiger Weltraum-Matador in geheimer Mission. Ob ich das mit dem Stier verwenden kann? Oh, da gibt es noch ein paar mehr. Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch.
Tankdeckel. Geschlossenes Fach. Und da kommt wohl das Pulver rein. Das Pulver? Das Pulver kommt offenbar in dieses Fach da. Aber erst muss ich es noch malen. Okay, das können wir ja gleich machen. Er ist dann wohl für das Wasser. Okay. Okay. Machen wir mal. Einfach mal. Wir gucken mal. Das, was wir haben, kriegen wir mal fertig. Also, nochmal kurz das Rezept angucken. Pulver. Schwarzes Pulver. In Kaffeepulver mit. Besonders aufputschend. Und dann Wasser. Besonders aufputschend ist aber aus der Apotheke vom wie heißt er? Kollegen hier. Gizmo, ne? Alleine kann ich das nicht malen. Ja, genau. Ich brauche noch das besonders aufputschende Mittel. Was ist denn, wenn ich... Kann ich dem Gizmo nicht irgendwas geben? Was steht denn da draußen eigentlich? Ich kann da draußen mit jemandem quatschen, ne? Die stehen zwar da rum. Aber mich mit denen unterhalten geht nicht. Was ist denn, wenn ich ihr das gebe hier? Was haben wir denn da? Ist das etwa ein kleines Präsent, das meine Position in der Warteschlange aufbessern könnte? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Verstehe. Wie geben wir ihnen das denn? Vielleicht geben wir dem Gizmo das mal. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr. Das würde ich ja gern, aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das 1000-mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000-mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Nee, schade. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Feuer, Diebstahl, aber das hat er ja schon abgeschmettert. Diebstahl! Unmöglich! Ja. Das hätte meine. Sie haben eine. Wie du nur ein Kleid sollte man sein. Ja, aber das kennen wir schon. Noch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Danke fürs Gespräch. Nichts gut. Zu danken, wirklich gar nichts. Gucken wir morgen weiter. Ciao, ciao.